Gmündenlohr Bahnhof Regionalbahn. Es ist 8.44 Uhr an diesem 25.12.2022, mein Geburtstag, aber das nur mal so nebenbei. Fahren Sie einen Regionalservice nach Westen, Baureihe 110, 194,7 Tonnen und 3 Wagen 68,5 Meter lang. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge am ersten Weihnachtstag hier bei mir. Ich bin der Danny Spitters. Wir beginnen einfach mal. Und werden das allererstes Mal den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Die Türen entriegeln. So, dann werden wir hier ein wenig den Zug aufrüsten. Führerstandsbeleuchtung. Das braucht man nicht. Das machen wir mal. Es ist ja schließlich Winter. Machen wir das auch mal an. IFA ein. PZB ein. Ja, dann auch mal. Das lassen wir aus. So, dann sind wir eigentlich soweit durch hier. Müssen natürlich noch den Bremsschlüssel aufsperren. So. Dann sollten wir Lüfter einschalten. Sonst ist soweit alles. Ach, wir sollten die Spitzensignale noch einschalten. Genau. Zack. Das hätten wir soweit erledigt. Dann können wir die Türen schließen. Ah ne, doch nicht. Ach egal. Jetzt ist es zu spät. Mal sie wieder auf. So. Können wir uns doch ein wenig umsehen hier draußen, würde ich sagen. Ja, die Sonne da hinten am Horizont aufgeht. Wunderschön. Hinten dran. Dostus. Also nicht diese klassischen Endwagen, sondern heute mal Dostus. Und zwar zwei Stück an der Zahl. Ist auch mal nicht so schlecht. Und es herrscht hier doch trotz Weihnachten reger Verkehr. Reger Betrieb, also hätte ich schon fast gesagt. So, Tür für Riegeln. Und dann können wir die Bremse lösen. Schalten langsam auf. Auf geht's! Könnte ich befreien. Fürs Erste. So, erste Station Langen pro Zelten. Das ist super schneller. Schneller werden hier. Wunderschön. Wunderschön. So, und jetzt können wir eigentlich schon wieder bremsen, wenn wir gleich da sind.
in Langenkrozelten. Öffne die Türen und sehen, dass wir ein wenig über den Bahnsteig hinausgefahren sind, aber das gar nicht weiter schlimm ist. Die Leute können immer noch sehr gut ein- und aussteigen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Schließen die Türen, lösen die Bremsen. Nächste Station. Sind wir schon in Lohr Bahnhof? So, es sollte reichen. Fahrstufe. Damit wir die Geschwindigkeit ungefähr halten. Dann auch gleich 130. Die Sonne spiegelt sich hier wunderschön in dem See. Traumhaft. Schnelle Weihnachtsregionalbahn, die halbstündlich fährt von Münden nach Lohr. Für die Verwandten, die noch zu ihren Bekannten wollen und zu ihren Liebsten wollen, um dort noch Weihnachten zu feiern. Dafür sind wir heute da. Und, das machen wir doch gerne. Natürlich geht ein Gruß raus an alle TFs, die heute ihren Dienst schieben, statt bei ihrer Familie zu sein, an Weihnachten. Das muss man aber ganz klar hervorheben, finde ich. Das ist auch nicht selbstverständlich. Deswegen geht mein ganz großer Dank an all diejenigen, die heute ihren Dienst schieben, ganz egal in welcher Branche. Das ist wirklich nicht selbstverständlich und da muss man auch mal Respekt haben, finde ich.
die nicht das Glück haben, zu Hause sein zu dürfen, bei ihrer Familie. So, 3,5 Kilometer noch. An diesem ersten Weihnachtstag, 25.12.2022. In 6 Tagen ist dieses Jahr dann auch schon wieder Geschichte. Naja, von der Uhrzeit her noch nicht ganz, aber der Tag passt dann auf jeden Fall. Hier mal ganz schnell runter. Ach scheiße, zu spät. Ach, zu spät gedrückt. Mist, Mist. Einfach einen Ticken zu spät gedrückt und schon hatte ich die 20. Oh, super schneller. Da vorne ist dann unser Ziel. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Aber wir müssen ja eh bremsen. So, das war's dann auch schon wieder. Den Lore angekommen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Einigermaßen pünktlich. So bekommen wir Gold. Aber natürlich. So, würde sagen, dann gehen wir mal hier rein. So, der fährt um 9.09 Uhr ab. Wie bin ich denn so klein? Weil ich hier noch in der Lok sitze, natürlich.
So, wo fährt der Zug denn hin um 9 Uhr 9? Steht das hier zufällig dran? Natürlich nicht. Dann warten wir einfach mal. Scheint sich gerade nicht viel zu tun. Bin hier noch eine Streckenkarte anbringen. So. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Geht's übrigens den Bussen? Komme ich denn da drauf? Aber auch noch eine Streckenkarte anbringen. Zack. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo was haben, wo wir was anbringen können. Das sieht nicht so aus. So ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Wir wollen ja unseren Zug nicht verpassen. Da haben wir noch Verkehrsgel hinzugefügt. Ja, perfekt. Machen wir das auch noch so nebenbei. Dann gehen wir mal wieder hier auf dem Bahnsteig. Nichts zu tun. Gucken wir mal hier noch ganz schnell, ob wir hier noch was hinzufügen können. Sieht aber nicht so aus. Würde ich sagen, geben wir uns wieder. Zu unserem Zug. Ist zwar nicht so ganz erlaubt, was ich hier mache, aber ich bin Bahnmitarbeiter, ich darf das. So. Leider nicht öffnen. Nur schade, dass es hier keinen Zugzielanzeiger gibt. Wohin der Zug fährt.
So, dann sitzt noch 5 Minuten, beziehungsweise jetzt, ja, 5 Minuten noch. Ist euch eigentlich auch schon aufgefallen, dass man Dostos nicht entkuppeln kann? Da kann man ja leider auch nicht durch. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Scheint man aber soweit nichts machen zu können. Ja. Bedienungsanweisung für Datenspeicherkassette. Eingabe der Personalkennung. TF. Display erscheint TF. Wechselstellige Kennnummer eingeben. Taste ZD bestätigen. Eingabe der Zugnummer. Taste Zug drücken. Und Display erscheint Zug. Zugnummer drücken. Ja, versuche ich gleich mal. Also nächstes Mal. Auch nicht schlecht. Aber ich habe mal was vor, Leute. Warte mal. Geht das überhaupt? Schaut euch das an. Zwölf. 25 09 13 15 So, wann jetzt mein ICE3 nach Aschaffenburg? Und ob ich das möchte? So, das heißt, wir werden hier die Zugsicherungssysteme einschalten. Zack, zack und zack. Werden die nach vorne verlegen. Das einschalten. Störung. Auf normal. Zugbeeinflussung. WB gesperrt. WB gesperrt.
eingeleitet. So, haben wir jetzt keinen Plan mehr, warum? Seht ihr, was ich sehe? Ich glaube, das ist nicht gut. Warum ist das so? Bleibt der stehen? Also, bin hier verkehrt, glaube ich. Das heißt, wir machen das alles wieder aus hier. Setzen uns auf die andere Seite. Tür zu. Gehen hier mal raus. Und setzen uns ans andere Ende des Zuges. Da war auch grün. So, sind hier erstmal wieder Zack. Zack. Störung. Zack. Zugbeeinflussung. DB gesperrt. DB gesperrt. So. Und dann schließen wir die Türen. Plan haben wir noch keinen. So, Türen geschlossen. Scheint so. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal unser Glück. Gucken, was passiert. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ach, AFB sollte ich auch noch einschalten. AFB. Und zwar schalten wir die erstmal auf 40. So. So, und der Güterzug fährt auch weiter, wie ihr seht. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hinfahre. Muss ich ehrlich sagen. Mal auf 100 stellen erstmal. Der Güterzug kommt hinterher.
Also wenn ihr wisst, wo ich hinfahre, dann sagt's mir bitte, weil ich weiß es nicht. So, gleich 120. Irgendwo da hinten ist der Güterzug, der uns folgt. Also mal schauen, wenn gleich der erste Bahnhof kommt, wo wir überhaupt sind, wo wir hinfahren. Also ich habe keine Ahnung. Hier mal schauen. Sifa. In Partenstein. Wir haben wir jetzt gerade durchfahren. So, so. Partenstein, wo auch immer das sein mag. Hauptbahnhof. Wir sind hier, also wir fahren jetzt voll durch bis Aschaffenburg. Aha. Aber ob wir in Augsburg dann auch wirklich, ach, in Aschaffenburg wirklich ankommen, das seht ihr dann in einem anderen Video. Bis dahin wünsche ich euch noch wunderschöne Weihnachten. Macht's gut, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf, bleibt mir treu, bleibt gesund. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ciao, Servus und Tschüss.